1. Was sind Parasiten, Larven von Nishan und Jasmin? Wir haben am Schluss eine Überraschung. Darum bleibt bis zum Schluss und macht ganz, ganz gerne mit. Parasiten sind kleine Tierchen. Sie saugen Blut oder ernähren sich von deiner Haut. Es gibt Zecken, Flöhe, Blattläuse und Bandwürmer. Wir erzählen euch etwas über die Zecken. Das Zeckenweibchen saugt Blut und dann wird sie fett und fällt runter. Sie macht Kinder, legt Eier aus den, und dann stirbt sie. Aus den Eiern kommen Zeckenbabys. Wo warten die Zecken? Die Zecken warten im hohen Gras und am Sträuchern. Im Winter sind sie nicht da, weil sie sterben. Wenn eine Katze durch das Gras läuft, dann kommt die Zecke an die Katze. Oder bei einem Hund. Oder bei einem Pferd. Wenn ein Mensch durch die Wiese oder durch den Wald läuft, passiert es wie bei den Tieren. Die Zecken gehen an den Menschen. Sie spüren die Wärme und brauchen das Blut zum Überleben. Aber du kannst dich schützen. Du nimmst den Zeckenspray, dann bist du dir sehr sicher. So oder so, wenn du wieder zu Hause bist, musst du deinen Körper trotzdem noch kontrollieren. Oh, eine Zecke! Du nimmst die Zecke mit einer Pinzette raus und gehst vielleicht zum Arzt. Hier noch eine kleine Überraschung. Das sind echte Zecken. Die sind aber tot. Und die sind von Tieren. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil die von einer Katze ist. Und ja. Das war's mit der Video. Tschüss!